So, liebe Leute, willkommen zurück bei Fahren wir um die Wette bei Let's Race, Let's Play Lego Racers 1. Und wir machen jetzt direkt weiter mit dem ganzen Zeitfahren. Wir waren das letzte Mal beim Totenkopfpass, haben uns da abgemäht. Und jetzt geht's weiter mit den Tempel-Trampel-Fahrt. Mit dem Schwarzen, das Schwarze, genau. Ach Gott, das ist schon einige Zeit her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Egal, los geht's. Muss mich vielleicht auch erstmal wieder einfinden. Turbo-Start habe ich auch total vergessen, wie das ging. Keine Ahnung. Ich muss ja auch erstmal schauen, wo hier die ganzen Items gerade sind, weil... Wow. Ja, wir brauchen keine Upgrades. Nee, das können wir direkt nochmal von neu anfangen. Obwohl, nee. Ich mache das jetzt so, dass ich jetzt erstmal versuche, so viele, so viel hier von der Map mitzukriegen, von der Strecke. Ich sag immer Map bei sowas. Damit ich nachher auch weiß, wo denn die ganzen Items sind. Ach, wie ich sowas hasse. Ja, Richtung falsch und... Ach. Vor allem, warum habe ich unbedingt dieses Glück, mit meinem Warp Boost genau da reinzufliegen? Na. Moment, ich habe gerade eine ganz andere Idee. Tut mir leid, dass ich das jetzt gerade mal etwas umändere. Aber mir geht der Power Slide auf den Sack. Was mache ich daraus denn jetzt? Ich mache daraus Q. So. Matterton. So. Okay. Okay. So, sorry wegen der kleinen Unterbrechung, aber das muss gerade eben mal sein. Dann hoffe ich, kann ich das jetzt auch in beide Richtungen machen. Tatsache, jetzt geht's in beide Richtungen. Vorher hat's bei mir immer rumgenörgelt mit dem ganzen Power Slide und den Leertaste, weil ich konnte das nur so machen, dass ich dann in eine Richtung das hatte. Aber jetzt geht das in beide. Ja, das freut mich toll. Wieso geht die denn... Das ist gemein. Wieso kann die weiter mit dem Warp fliegen als ich? Die war vorhin noch gar nicht vor mir. Blöde Biatch. Egal, jetzt kann ich auch Power Slide in beide Richtungen. Das heißt, diese krassen Kurven, die werden für mich jetzt weniger ein Problem werden. Ich hätte das schon viel früher umstellen sollen. Juhu, das war schlecht. Boah, wie das Slow-Mo abspackt. Schlimm. So, dann nehmen wir hier gleich hoffentlich noch etwas mit. Wenn das geht, nein. Dann fliegen wir hier halt durch. Ach so, die knallt da auch gegen. Gut. Wenn wir Glück haben, kriege ich das sogar jetzt sofort hin. Das wäre natürlich auch klasse. Weil momentan sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Naja, jetzt haben wir den nicht gekriegt. Ach, Leute, gerade gespawnt. Das kann doch nicht wahr sein. Dieser Scheiß. Naja, jetzt weiß ich schon viel. Ist da ein Geheimgang? Was zur Hölle? Wo kommt der denn her? Aha. Gut zu wissen. Dann werde ich den jetzt auch direkt mal fahren. Haha. Trollolo. Na na. Boah, ist der mies versteckt. Vor allem kommt man da echt nur so scheiße durch. Das ist mies. Nein. Ah, und sie fliegt uns davon. Die Biatch. So. Ich finde das gerade
Ich finde das toll, dass das mit dem Power Slide jetzt so gut klappt. Dass ich mich nicht mal mit dem Scheiß, mit der Scheiß Leertaste rumnerven muss. Das war echt sowas von Kotze. Das war bläh. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn ihr Leertaste und die Pfeiltasten drückt, dann geht das nur in eine Richtung. Zumindest war das bei mir so. Das war auch früher mit meinem alten Computer so. Ständig hat das rumgenervt. Naja. Ja, und wir sind vorne. Haben den auch gekriegt. Sehr schön. Juhu. Jetzt haben wir sogar echt mal etwas Vorsprung vor der Vroni Vault. Fliegen hier schnell durch, bevor sich das echt noch dazu umentscheiden sollte. Ja, der Pharao kommt. Der Fluch des Pharao. Der Fluch von Montezuma. Was übrigens ein ganz anderes Phänomen ist. Was eigentlich auch gar nichts mehr mit Pharaos zu tun hat. Egal, wir liegen weit vorne. Das ist schön, so muss das sein. Ah ja. Ich bin richtig froh, dass ich es jetzt... Ich bin froh und enttäuscht. Ich bin froh, dass ich das jetzt endlich gemacht habe. Dass ich jetzt den Power Slide endlich mal auf einen anderen... Wow, auf einen anderen Knopf gelegt habe. Aber ich bin enttäuscht, dass es mir erst jetzt quasi auffällt. Dass ich das erst jetzt machen kann, quasi. So, ne? Wisst ihr Bescheid? Hui! So, und ja, wir haben genügend Platz. Das sollten wir jetzt hinkriegen. Null Problemo! Ah! Hilfe! Und ich habe wieder mal nicht auf die Uhr geschaut. Das ist... Egal. So wie ich das Spiel kenne, wird es mir irgendwann sowieso sagen, ja, hey, ich mache eine neue Datei extra für dich. Und dann sage ich dir das natürlich auch. Klatsch, klatsch, unser Fahrzeug wird kaputt gemacht. Und wir liegen im Flug des Pharaos und haben es geschafft. Na, 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 na. So, das hat jetzt gesamt 2 Minuten 22 gedauert. Haben damit Vroni Vault besiegt? Nein. Bitte nicht, aber ich würde jetzt gern zum Alien Asteroiden Rally gehen. Und ich weiß gerade nicht, ob das dann echt das letzte schon ist oder ob danach wie die Teile nochmal links rumfahren müssen oder können, wie wir wollen. Es ist ja unsere eigene Entscheidung, wie wir das jetzt alles handhaben. Nämlich ohne Power Start. Nein. Oh, shit. Und es kommt wieder. Es kommt wieder. Und... Naja. Schauen wir uns erstmal die Map an. Schauen wir uns die Strecke an. Dann kann ich da später vielleicht noch mehr dazu sagen. Okay. Eins. Wir werden gleich mal den Geheimgang aufschießen. So, das ist hier... Nein, Mist, egal. Das ist so... Und Vroni wollte es so weit vorne. Egal. Wir fliegen jetzt auch mal nach vorne. Und schießen mal und schauen, was uns erwartet. Nur eine Kürzung und ein Upgrade. Ja, damit kann man gut leben. Sie benutzt den Fliegeboost. Und wir nehmen einfach gar nichts mit, außer einen Boost. Juhu, das ist gut, das ist gut. Dann schnappen wir uns den, haben schon mal einen mehr. Nein, und verloren. Wir haben den einen verloren. Mist, Mist, Mist. Aber, vielleicht schaffen wir das jetzt sogar so direkt. Sie ist gerade anscheinend zu uns hingeworbt. Und geschafft. Mit 1 Minute 42 Sekunden. Insgesamt knapp 100 Sekunden haben wir dafür gebraucht. Und ich glaube, damit können wir